Kann ich das Schwert wechseln? Nein. Das alte Schwert ist komischerweise weg. Farewell, King Hyrule. Wunderschönes Lied. Wunderschönes Lied. Oh, schnell weg hier. Oh, was für ein Zufall. Genau, in diesem Moment geht es zu und komischerweise halten jetzt alle Monster an. Be aware of my greatness. Hallo Leute. Moment, ich will das mal kurz austesten. Wie stark ist es? Es ist allerhöchstens doppelt so stark. Ja, es ist doppelt so stark, vermutlich. Okay, die droppen auch nicht mehr so was Normales. Hey, wie viel stark sind die denn? Eins. Ah, shit. Ist mir auch egal. Bis. Woher wusste ich, ich muss alle Gegner umbringen? Ah. Okay, ein Leben. Ich muss doch nicht die ganzen Ritter hier besiegen, oder? Na. Verlierst Rüstung durch Schwertschläge, warum auch immer. Fresse, Fresse, tot. Bitte. Na, dann nicht tot, was? Und so ein Schwert hier. Das nenne ich doch mal fettes Teil. Ja. Badaladaling. Okay. Das nehmen. Ich mache mal ein bisschen leiser, damit ich auch ein bisschen besser kommentieren kann. So, jetzt geht's zum Schwertkampf. Und zwar mit euren Waffen. Shit. Fuck. Help. Leute, mir wird das gerade ein bisschen zu brenzlig. Nehmen wir erstmal noch im Mollblenden. Ich meine, die sind dann nicht so ganz so, ne? Also, die kann man wesentlich noch leichter besiegen. Okay, cool. Danke, Mollblenden. So. Bomben. Lass mich ran, hier kann ich auch nicht raus. Ich wusste es. Woher kommen diese komischen Teile her? Von wo kam ich überhaupt? Von dem Ausgang oder von dem anderen? Bam. Weiter. Ups. Jetzt würde ich gerne irgendwo mal. Ist das überhaupt wirklich? Oder wie geht das? Oder, hä? Ist da was? Sugar Troll back, biatch! Bong. Was? Shang. Bam! Was? Finde ich geil. Finde ich toll. Is you dead? Ist er tot? Ist er total. Okay, Spin-Attacker, obwohl er Amne kein Schwert hat. Help die Delpi. Ups. Lol, der hat seinen eigenen Kameraden geschlagen. Hat er wirklich seinen eigenen Kameraden? Alter Schwede, aber das. Der hat seinen eigenen Kameraden. Oh Gott, ist der schlecht. Oh. Und ein paar Leben. Da bin ich am! Verdammte Axt! Gut, nehme ich das erstmal. So, nächstes Teil. Ich traue mich nicht, den zu besiegen, bevor ich nicht meine Leben bekommen habe. So geht das. Einen aufzunehmen ist zu leicht. Pling. So. Da. Lalalalala. Wegwerfen. Bräunlich.
Die Frage ist jetzt, war's das oder? Nö, war's nicht. Guten Tag. Sonst wäre wahrscheinlich eine Cutscene gekommen. Du bist so frei in der Deckung, also naja. Der alte Link war weit besser. Ich meine, der konnte die Spezialattacke ohne überhaupt offen und. Der konnte einfach um den Gegner rumrollen und dann war alles gut. Nein. Dieser Link hier. Nö, keine Ahnung. Wie jetzt Spezialattacke? Erst wenn der wirklich null Deckung hat. Nämlich bevor er mich voll zu Brei metzelt. So, guck ich das an. Er ist offen in der Deckung wie ein Warzenschwein. So. Aber erst wenn er wirklich angreift, kann ich ihn angreifen. So. Und bam! Jetzt, glaube ich, ist er tot. Danke, danke. La la. Dsch. La 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 la. Dsch. Nur so als Absicht. Da hinten ist wahrscheinlich noch einer. Da oben habe ich alles. Oh ja, da ist noch ein Moblin. Tot? Natürlich nicht. Was war das? Rückstoß over 9000. Okay. Hopp. Ja, geil. Bam. Dusch. Jetzt. Tot. Bombe. Wie jetzt immer noch nicht? Doch, jetzt muss eigentlich, oder? Nein, da ist keiner mehr. Da läuft noch einer. Das sieht man am Schatten. Geil. Aber der Schatten war eben ganz hilfreich. Hä? Aber da an der Wand war ein Schatten und hä? Moment. Kann es sein, dass in den oberen Geschossen auch noch welche sind? Oh ja. Jackpot. Der ist nicht tot. So. Tot. Okay, auch tot. Also, gucken. Oh, Magie. Brauche ich auch sehr. Und ich sniper ich nochmal tot. You got sniper in your face, bitch. So. Und. Ah, nein. Yes, gut. Schlag. Schade, ist nicht so toll. La 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 la. La 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 la. Oh, Moment, da oben ist anscheinend. Wenn man die Teile da mal so vergleicht, dann könnte man darauf kommen, dass das irgendwie die Piraten sind. Ich meine, guck dich mal den Typen rechts neben Zelda an. Sieht er nicht verdammt nach unserem Obermatrosen aus? Und was macht Zelda bei den vermeintlichen Piraten? Wenn ich nicht die Story kennen würde, wäre ich jetzt natürlich sowas von verwundert. So. Oh mein Gott, ich habe Angst. 444 Rubine. Geil. Backslap, Backslap. Was? Backslap funktioniert nicht. Weil schlecht. Was? Hat der anderen Typ den. Catch all your backslap into my knapsack. Was? Hilfe. Wer wurde jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Fresse da hinten. Autsch. Bam. Achso, das ist ja keine Rüstung. Lololololol. Headshot. Nennt man das in Gamer-Manier. Du bist tot und ich krieg alles wieder. Und endlich ist es vorbei. Oh, das war nicht sehr schwer. Ah, keine 444 mehr. Muss ich mal irgendwas einkaufen oder ich hole mir meine 555. Interessant. Ich glaube, ich kam hier rein, aber ich gehe einfach mal. Ich gehe einfach mal hier lang und wenn ich dann hierher komme, ich will nämlich noch. Das Schloss ist das schön hier.
Ei wohl unter Wasser, aber scheiß drauf. Oh wow. Dong. Was? Warum? Ich will jetzt Hyrule in diesem Grafikstil erkunden. Nein, ich darf nicht. Weshalb? Ich will es. So verdammt dringend. Moment. Was erkenne ich denn so alles wieder, ist die Frage. Da hinten? Ist das Hyrule City? Hoffe ich nicht. Das ist da oben auch Ruin von Hyrule City? Oh Gott. Sehr verfallen alles und... was ist dann für ein Turm? Moment. Keine Ahnung, was das für ein Turm ist. Ernsthaft. Jetzt kommen irgendwie die ganz geilen Erinnerungen von Ocarina of Time raus. Ich will jetzt verdammt nochmal Ocarina of Time. Ich will die ganze Welt hier besuchen. Oh Gott. Lasst mich hier durch. Lass mich hier durch, ich will die Welt besuchen. Ich will die Welt in diesem Grafikstil. Ich finde es scheiße. Jetzt kommen auch so viele nostalgische Momente auf. Soll ich noch mal ein Redo Let's Play Ocarina of Time machen? Nein, das war zu lang. Aber Ocarina of Time war so geil. Ocarina of Time war so geil. Ernsthaft, also man merkt das, man merkt erst richtig hier nah, das Spiel hier nah, wie geil das Spiel eigentlich war, auch Ocarina of Time, wenn man hier hinkommt und sieht, oh, ja, es war geil. Was? Man weiß jetzt, es war geil und, ja, jetzt ist es nicht mehr da, jetzt spielt man es gerade nicht mehr und dann, ich will hier sein, wo da konnten, vorwärts. Ich meine, es in der Farm braucht nicht mit. Dieser Grafikstil, ich finde, Ocarina of Time sollte man in diesem Grafikstil nachgemacht werden. Ich meine, nur weil jetzt Ocarina of Time einmal von 3DS nachgemacht wurde, ein bisschen realistisch, aber so ein Grafikstil hier, das ist doch mal was Geiles. Und sowas würde ich auch gerne nochmal haben. Sowas gibt es bis jetzt nur in Wind Waker, zwar sind die DS-Teile. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Hallo, Mister, was soll ich jetzt damit? Ich meine, und überhaupt, und Questziel oder so? So, ja, psch, oh, voll dagegen. Dann mache ich mir selbst ein Questziel. Nummer 1, Tornado aufsuchen. Ich habe nämlich jetzt den Heroenbogen. Oder Heroen? Heroenbogen? Keine Ahnung. Übrigens werde ich mir vornehmen, Twilight Princess werde ich auf jeden Fall doch Let's Play, Skyward Sword. Wissen nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt ein Wii Spiel auf dem Bett, ich werde Twilight Princess von der Wii Konsole spielen und dann werde ich auch meinen Grabber benutzen, den ich jetzt habe. Die Sache ist, die Videoqualität ist nicht allzu gut von dem Grabber, weil es halt nur ein Composite-Eingang ist. Eine Wii gibt es einmal zwei verschiedene Kabel. Es gibt das Composite-Kabel. Das Composite-Kabel, das ist ein ganz altes Kabel, der Videoeingang läuft über eine Zinsbuchse und, also Videoeingang ist eine Zinsbuchse und Audio eben zwei Zinsbuchsen, das ist dieses gelb-rot-weiß Kabel. Das hat eine Qualität des, wo ich, naja, also, es ist nicht so schön, wie ihr es jetzt haben werdet und hier spiele ich auf dem Emulator, aber man sieht, es gab schon ein paar Probleme und ich will diese Probleme nicht haben in Twilight Princess. Nicht für so ein schönes Spiel. Twilight Princess habe ich so oft durchgespielt und ich finde es einfach super. Und da will ich keine Probleme haben und deswegen nehme ich dann auch lieber ein. Ich werde auch in die Interlace-Filter rein noch haben. Ich werde da auf jeden Fall, wie gesagt. Ja, du weißt, bla bla bla. Ja, ich werde es auf jeden Fall von der Konsole spielen. Wie steht es? Niemandsland. Was kannst du mir über Niemandsland sagen? Jungs, hier schon was vom goldenen Dreifuß gehört. War wohl irgendein Piratenkapitän. Aber auf jeden Fall sollte deine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du Schafthof geworden bist, solltest du dich da drin mal aufs Gewissenhafteste umsehen. Und zwar von der Decke bis in die paar Katrizen. Das wär's dann. Und bla bla bla. Da.
Ja, also, falls ihr mit verwaschener Qualität so ein bisschen zufrieden seid, ich werde es versuchen, so gut wie möglich nachzubearbeiten. Ich werde dann Unschärfefilter drauf tun, ich werde die Interlace drauf tun. Auf jeden Fall. Aber ich kann ja nichts versprechen. Ja, wie gesagt, Composite gibt es da einmal und Komponentkabel gibt es auch noch. Das Komponentenkabel O ein. Schaut vielleicht hier aus. Das Komponentenkabel ist. Okay, geht nicht. Das hat eine bessere Qualität. Das ist für HD-TVs viel besser. Das ist 480p. Das ist als. Würdet ihr 480p nehmen und dann das Bild groß machen, ne? So sieht es aus. Ja. Wo soll es versteckt sein? Da oben? Moment, komme ich darüber so? Keine Ahnung, aber so auf jeden Fall. Okay. Wow, da ist es schon. Schlecht versteckt. Schlecht versteckt. Düdüdüdüdüd. Schatzkarte von dem Typen da gefunden. Bla 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 bla. Mal gucken, welche Nummer die hat. Okay, ich glaube, das war auch wahrscheinlich das Einzige, was es hier noch gibt. Aber die jetzt sind gerade nicht. Karten, ja. Rechts. Mal gucken. Karten noch nicht geöffnet. Mit A öffnen. Oh, ja. Gute, präzise Karte und alles und was. Ich kann jetzt eigentlich alles durchgucken dann, oder? Was? Nee, ich wollte noch nicht. So will ich. Nein. Ah, verdammt. Bling, bling, bling. Nein. Da nicht, da nicht. Obwohl hier? Weiß nicht. Aber nein. Wupp, wupp. Wupp, wo? Haifischinsel. Das war alles, oder? Hier noch vielleicht. Ila Bomber? Nein. Gut, dann würde ich dir einfach mal sagen, dass wir hier dann auch stoppen. Und die Aufnahme beenden. Ich spreche nochmal. Ja, also Twilight Princess wird dann auch ein Projekt sein. Allerdings, ich habe noch was davor vor, nämlich ich will Bioshock Infinite doch spielen. Das soll das Spiel 2013 sein. Ich will es mir auch mal angucken. Es soll so super sein, dass da ein Let's Play-Projekt bestimmt folgen wird. Hier nochmal. Save State. Ja, im Fall eines Falles, ich mache immer ein Save State oder ganz viele. Falls jetzt wirklich mal der Emulator abspackt. Wenn ich jetzt F1 drücke, müsste ich eigentlich immer noch hier stehen. Yep, gut. Save State hat geklappt. Und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.